Hallo, ich bin Konrad Rennert und möchte Ihnen in diesem Video erklären, wie Sie sich zu Quiz- oder Selbsttests anmelden. Zum Zeitpunkt der Produktion dieses Videos gibt es 32 Kurse, zu denen man sich als Gast anmelden kann. Sie sehen hier die Aufstellung und jeder dieser Kurse enthält eine Reihe von Quizzen oder Selbsttests, manchmal auch nur eins, manchmal aber auch 20 oder 30 verschiedene Tests. Und wenn Sie nicht angemeldet sind, dann können Sie sich als Gast anmelden, einfach dadurch, dass Sie hier auf dieser Aufstellung, die Sie ja vor sich sehen, auf einen dieser Tests klicken. Ich nehme hier mal Vokabeln 1 bis 50 mit 5 Fragen. Wenn ich nicht angemeldet bin, dann muss ich hier Benutzername eingeben. Ich nehme hier als Username ein G, es würde jeder Buchstabe von A bis Z gehen und der gleiche Buchstabe, also in diesem Fall das G, der muss dann auch als Passwort eingesetzt werden. Beides habe ich jetzt eingegeben und klicke auf die Schaltfläche daneben und dann bin ich sofort beim Test. Diesen Test zum Benutzername G, hier oben steht dann noch die ausgefüllte Form, kein Name. Das könnte auch, wenn Sie einen anderen Buchstaben nehmen, anonym da stehen. Zu diesem Benutzernamen kann natürlich auch ein anderer sich zuvor angemeldet haben. Und dann kann man dessen letzte Vorschau fortsetzen. Ich klicke mal darauf, hier ist das nämlich der Fall. Und da sehe ich, der Betreffende hat hier schon eine Frage richtig beantwortet, die Frage 2. Und er hat eine teilweise richtig beantwortet. Hier bei der Frage 1. Da hat er geantwortet, aber er hat noch nicht geprüft. Das kann man jetzt mal nachholen. Sie sehen, wenn also Ihr Vorgänger da nicht fertig geworden ist, dann können Sie das machen. Oh, war sogar alles richtig hier. Bei der vierten, da hat er noch nicht angefangen. Bei der fünften wahrscheinlich auch nicht. So, ich kann hier natürlich sagen, ich will hier nicht weitermachen, wo der aufgehört hat. Ich will einfach alles neu machen. Dann gehe ich hier auf Neue Vorschau beginnen. Habe ich gerade getan. Und jetzt sind alle Fragen wieder im Urzustand. Die sind auch neu durchgemischt. Der Hinweis, der jetzt kommt, der wendet sich besonders an die Lehrer. Bei diesen Drag-and-Drop-Fragen hier, da ist eingestellt, dass bei jedem neuen Test die Antworten neu gemischt werden. Die Vokabeln aus dem Deutschen in diesem Fall, die stehen hier alphabetisch geordnet in der ersten Spalte. Und in der Spalte Englisch, da muss ich diese dann zuordnen. Ich fange da jetzt mal mit an, abwechseln, to alternate. Ich will das jetzt nicht Ihnen komplett zeigen und meine Denkprozesse. Ich unterbreche jetzt einfach mal kurz das Video. So, jetzt das letzte zeige ich noch, dann gehe ich hier auf Prüfen. Und ich sehe, alles ist richtig. Wäre schlimm, wenn ich als jemand, der Naturwissenschaften studiert hat und auch Englisch in der Schule hatte, hier versagt hätte bei technischem Englisch. So, da habe ich, falls ich das aber nicht alles richtig gehabt hätte, die Möglichkeit, hier unten in diesem beigen oder jedenfalls gelblich eingefärbten oder gelblich eingefärbten Bereich nachzuschauen. Da gibt es die deutschen Begriffe und die richtigen englischen stehen daneben. Zusätzlich ist hier noch ein Link angegeben. Google Übersetzer steht da. Da werden die Fragen oder die gefragten Begriffe, die werden hier gleich beim Google Übersetzer angezeigt. Und die entsprechende deutsche Übersetzung ist auch daneben. Ja, das sei zur Anmeldung gesagt. Und Sie haben jetzt auch gleich gesehen, wie Zuordnungstests funktionieren. Alle anderen Tests, auch wenn Sie nicht mit Sprache zu tun haben, werden sehr ähnlich funktionieren. Manchmal müssen Sie für die Zuordnung Ziffern eingeben. Das empfiehlt sich vor allen Dingen dann, wenn Sie Handys oder Tablets oder Smartphones einsetzen. Diese Zuordnungen hier, die machen am meisten Sinn, wenn man da eine Maus oder ein mausähnliches Eingabegerät hat. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.